Heute besuchen wir gemeinsam mit Landtagsabgeordneten Franz Plohner den Biohof Waldförster in Mareit, wo Thomas Zissmeier mit Leidenschaft und Engagement biozertifizierte Landwirtschaft betreibt. Thomas, ich bin heim, komm zu dir herauf, weil du bist ja Bierlandwirt. Und wir haben ja erfahren, im Jänner war ja das große Thema auch Verbraucherzentrale, dann der ganze Bereich Bierland, dann waren auch die anderen Vereinigungen auch dran beieinander. Es ging darum, um die Diskussion der EU-Kommission bzw. der Agrarkommission im Europäischen Parlament hat gesagt, man braucht diese neuen gentechnischen veränderten Pflanzen, die stellt man jetzt frei und braucht sie dann nicht mehr zu kennzeichnen. Und dann hat es ja eine relativ große Diskussion gegeben im Land und verpflichtend, dass man das auch will. Und dann haben auch viele uns geschrieben, in der Hinsicht dahingehend, dass man sagt, wir möchten uns doch mit aller Kraft einsetzen, dass die Kennzeichenpflicht dieser gentechnisch veränderten Pflanzen erhalten bleibt, ganz wichtig. Mhm. Und es gibt ja das EU-Gesetz gentechnisch veränderte Pflanzen, das geht so recht aus dem Jahre, meine ich, 2018 oder 2017, wurde es verpflichtend, dich für alles zu halten. Mhm. Und sehr restriktiv. Jetzt, wie siehst du das jetzt genau von deiner Seite her? Deswegen also, bin ich auch bei dir. Ja, also ich, absolut, die Kennzeichnungspflicht muss erhalten bleiben, glaube ich, ist jetzt auch so geblieben. Aber es gibt Politiker in der EU, die was behaupten, die neue Gentechnik ist fast wie eine natürliche Mutation. Mhm. Und mag sein, dass es ähnliche Auswirkungen hat auf die Pflanzen, aber aus meiner Sicht wird es potenziert. Es werden Mutationen hervorgerufen, die was natürlich vielleicht schwierig vorkommen oder auch eben nicht wirklich so entstehen taten. Und ich als Biobauer muss sagen, also ich habe meine größte Sorge ist, dass kleine Saatgutfirmen, wo ich mein Saatgut verwende, dass die immer mehr unter Druck kommen, dass überhaupt die Landwirtschaft immer mehr zur Massenproduktion, auch mit der Gentechnik zur Massenproduktion getrieben wird. Und also ich glaube, Landwirtschaft kann als Masse nicht funktionieren. Also ich glaube, kleine Höfe und kleine Betriebe sind wichtiger für die Ernährungssicherheit und Ding. Und dort glaube ich, Gentechnik aus meiner Sicht nicht notwendig, weil es die kleinen Betriebe haben mit anderen Sachen auch gute Chancen. Ist das Kennzeichnungspflicht, wie du schon vorhin gesagt hast, das ist ja an sich im EU-Parlament als Verpflichtung einig, ist aber noch nicht gesetzlich geregelt. Das ist ja am 7. Februar dieses Jahres ist es ins EU-Parlament gekommen und dort ist schon gesagt worden, die Kennzeichnungspflicht muss von der gesamten Produktionskette oder Wertschöpfungskette einig kommen. Das heißt, umgekehrt von der Samenbereich bis zum Konsumenten im Groß. Ja. Also das ist jetzt verpflichtend einigen, als Empfehlung von EU-Parlament. Das Zweite, was glaube ich auch drinnen ist, noch das Patentpflicht. Diese Patentpflicht, von denen ich auserkomme, für die neu gentechnischen veränderten Pflanzen Saatgut. Weil wenn man das Patentpflicht drinnen hat, dann wird man wieder die großen Unternehmen, mit denen ihre Massen oder ihre Sicherheit oder Verpflichtung einbringen. Also das sage ich also kein. Ja. Was aber drinnen ist, und das glaube ich jetzt, weiß nicht, wo ich, ist, dass ich keine Verpflichtung mehr habe zwischen das Risikoabschätzung. Ja. Also ich kann Pflanzen jetzt ins Freie bringen und damit steht ja drinnen, ich muss keine Risikonachweis bringen. Genau, Risikobewertung. Risikobewertung, das Erste. Und das Zweite, diese Koexistenzpflicht zwischen dem natürlichen Pflanzen und der neu gentechnisch veränderten Pflanze. Diese neue Gentechnik, aber darüber können wir dann auch noch mal ein bisschen genauer reden, was ist neue Gentechnik. Ja. Aber das, wie siehst du, wenn ich heute neben dir also jetzt so hergegangen und ich tue jetzt eine Pflanze auszernen, die gentechnisch verändert ist, das brauche ich gar nicht fragen. Ja. Also für mich ist das ja wirklich ein riesengroßes Risiko. Also ich glaube, ich bin jetzt zwar kein Wissenschaftler und
Vielleicht, keine Ahnung, kann mir jemand irgendwann einmal das Bessere belehren, aber also ich Pflanzen ausbringen, also ich finde das so nach, dass wir Neophyten ausbringen. Okay. Also das heißt, die Pflanzen, die vermehren sich ja über Bestäubung von Insekten, genau. Über den Wind und so weiter. Mein Nachbar pflanzt gentechnisch veränderte Pflanzen, immer will genau aus dieselben Pflanzen im Nachbarfeld Saatgut machen. Mhm. Wie schaut das aus in Zukunft? Ja. Also ist es halt überhaupt nicht möglich. Haben wir überhaupt eine Chance, also solche gentechnisch veränderten Pflanzen irgendwann auch wieder mal aus dem System zu bringen? Sollten die irgendwelche Schwierigkeiten machen? Sollten die gesundheitsschädlich sein? Sollten die, wie soll man sagen, für Insekten oder Viecher nicht gut sein? Was passiert da in Zukunft? Ja, okay. Also das ist für mich ein großes Risiko, weil man wirklich heute noch nicht abschätzen kann, wie sich das auswirkt auf Umwelt und auf Menschen. Vor allem das, was du ein bisschen ansagst, glaube ich, dass wenn wir diese Betäubung, wenn diese so gentechnisch veränderte Pflanze haben, im Grunde diese neuen gentechnisch ja nichts anderes mit dieser Genschere, die CRISPR-Cas, da tue ich an der Zelle was arbeiten und die an dieser Zelle und diese Zelle wird dann vermehrt und dann wird die Pflanze geschützt aufgezogen und dann geht es ins Freie hinaus und dann weiß ich ja nicht, was diese neue Pflanze jetzt verursacht im neuen biologischen Umfeld. Weil es wird allen wieder geredet, ja, wir müssen neue Pflanzen züchten, weil das brauchen wir rein aus dem Klimawandel her, die müssen sicherer sein, die müssen resistenter sein. Und das Zweite ist, ja, wir brauchen Pflanzen, die vielleicht mit der Dürre besser zurechtkommen. Aber man sieht ja, dass solche Pflanzen dann plötzlich sich vermehren und die anderen Pflanzen, wie du richtig sagst, überwuchern, weil dieses biologische System und damit die Biodiversität, was ich allem sagen, mir halt vielleicht auch erst recht im Verlust, also zerstört wird. Genau. Ich glaube nicht, wie du das siehst, also diese Biodiversität, die ja für unser Leben ganz entscheidend ist, ob man nicht durch diese neuen gentechnischen Pflanzveränderungen erst recht diese verhindern. Ja, genau. Also ich glaube, es sind einfach auch viele von den Kulturpflanzen, die was vielleicht noch gentechnisch verändert werden, sein, haben Verwandte in der Natur. Mhm. Also Wildpflanzen kreuzen sich denen ein. Mhm. Also ich stehe vor, wirklich sicher, mir hat jetzt bis noch keiner gekannt, sagen, nein, das wird sicher nicht passieren. Das ausgereizt in der, wie wirkt sich das auf unsere Biotope, also auf unsere Natur aus? Das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Geschichte. Zudem muss man sagen, eigentlich ist es ja nicht gewollt. Also der Großteil für die Konsumenten im Moment will ja kein gentechnisch verändertes Produkt. Ja. Es ist, wer das will, ist vor allem wahrscheinlich große Biochemiekonzerne, die was daraus Geld machen wollen. Also ich glaube, also aus meiner Sicht ist das sinnlos. Man hat ja die Sachen eigentlich alle schon. Und, was mir ganz wichtig war, oder auch, also so, dass es wichtig ist, dass wenn sowas gemacht wird, auch mit Transparenz gearbeitet wird. Das ist so. Auf jeden Fall. Und wenn, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich keine Risikobewertung mehr brauche für solche gentechnisch veränderte, neue gentechnisch veränderte Pflanzen, dann verletze ich auch das Vorsorgeprinzip. Ganz die genau. Vorsorge für unsere Leute mit allen rechtlichen Hintergründen. Genau. Und ich glaube, dass das schon verpflichtend sein muss, dass wir solche Sachen einfordern müssen. Genauso wie man halt sagen, die Kennzeichnungspflicht, noch diese Kennzeichnungspflicht ist wohl vom Parlament genehmigt, wie schon vorhin gesagt worden. Aber die EU-Ministerpräsidenten oder die EU-Kommission hat es auch genehmigt, aber an sich ist es von den Agrarministern noch nicht genehmigt. Ja. Und das ist noch nicht gesetzlich. Und ich glaube, dass wir vielleicht deswegen auch verpflichtend sein, dass wir erst recht müssen fordern, dass das also die Kennzeichnungspflicht einkommt. Unbedingt. Unbedingt. Ja. Also ich glaube, wie oft ist in der Geschichte schon passiert, dass neue Erfindungen und Sachen in die Welt gesetzt geworden sein und man ist erst noch Jahre und Jahrzehnte drauf gekommen, dass die für den Mensch gesundheitsschädlich sein. Mhm. Wie gesagt, und da glaube ich, ist einfach
wirklich wichtig, dass man da transparent und eben die Vorsorgepflicht einfach einhält. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, ja. Ja. Jetzt von meiner Seite her, ich als Konsument möchte ja wissen, was auf mich zukommt. Ja. Aber auch, ich möchte auch wissen, was in der Umwelt passiert. Jetzt durch die gentechnischen Methoden, das sind ja im Grunde jetzt einschneide ich jetzt ins Gen ein, ich tue in der DNA arbeiten, genau. Also in de, mit Enzymen, nicht wie die alten Techniken, tue ich das ganze Gerbrot hinein, bei diesen neuen Techniken tue ich ganz bestimmte Sachen ausschneiden und damit verändere ich das. Und ich denke, dass das, auch wenn man sowas macht, die Pflanze so verändern kann, dass es das System, weil die Pflanzen haben sich ja über Jahrhunderte, entwickelt und angepasst. Und dieses Anpassungssystem, Umwelt, Entwicklung der Natur und so weiter, hat auf die Pflanze einen Einfluss. Nicht leider das Gen, sondern auch die Umwelt. Ja. Und ich glaube, dass man das schon berücksichtigen müsste, wenn sowas passiert, wenn ich gentechnisch was tue. Und dass man dann schon sagt, bevor ich sowas mache, dann muss ich das unter ganz bestimmten Beobachtungen durchziehen, muss die Pflanze sehen, wie sie sich entwickelt, was hat sie, welche Auswirkungen auf den geschützten Raum und bevor ich sie ins Freie lasse. Ich habe vor kurzem gelesen, und du weißt nicht, ob das in der Tat ist, man geht ja auch bei Tieren schon so vor. Ja. Ja, wo man meint, bei Tieren. Und da hat man an Lachsen gentechnisch veränderte Lachse gemacht. Und was ist passiert? Diese gentechnisch veränderten Lachse seien ihnen entkommen. Genau. Die seien ihnen entkommen und haben sich dann mit den anderen Lachsen gepaart. Ja. Und diese neuen Lachse, die sind, wussten dann nicht mehr, ihre Laichzonen zu finden. Ja, ja. Und das, damit gehen wir in ein System hinein, wo wir das, die Umwelt, die sich über Jahre entwickelt hat, damit massiv verändern könnten. Das ist ein Auftun. Ich glaube, dass wir mit solchen Techniken ein Öffnen von Schleusen machen, die man vorzeitig. Du hast gerade eben, also genau, die Lachse sind ein Beispiel, dass man, wie soll man sagen, da irgendwo die möglicherweise die Büchse der Pandora öffnet. Genau. Und dass man den nicht mehr zubringt, also dass man das nicht mehr, wie gesagt, revidieren kann. Mhm. Und ich glaube, also wir sind, oder ich bin jetzt wirklich auch kein Wissenschaftler, aber ich glaube, man muss da schon, eigentlich wahrscheinlich braucht es Jahrzehnte an Forschung. Ja. Also ich bin absolut nicht dagegen, dass da drum geforscht wird und dass vielleicht bestimmte Sachen irgendwann einmal gefunden werden, was vielleicht wirklich der Menschheit helfen können. Aber im Moment ist das einfach noch viel zu jung und viel zu unerforscht. Und wie gesagt, das Vorsorgeprinzip muss unbedingt eingehalten werden. Wir differenzieren, ich komme jetzt als Mediziner, die weiße Gentechnik ist die grüne Gentechnik. Ja. Die hat die grüne Gentechnik, die weiße Gentechnik, da ist es für die Menschen und so weiter, für Erkrankungen von Wichtigkeit. Ja. Aber da habe ich ganz bestimmte Thematiken drinnen. Währenddessen, da tue ich die Natur auf und komme mit der grüntechnisch veränderten Pflanze also in ein offenes System hinein, dass ein offenes System in der Sicherheit wahrscheinlich teilweise massiv beeinflussen könnte. Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich glaube eben die rote Gentechnik kannst du viel gezielter einsetzen. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich die irgendwann einmal verselbstständige. Das heißt, man setzt die ein und setzt die bei einem Patienten ein oder bei einer Gruppe von Patienten und das hat man aber wirklich auch unter Kontrolle. Genau. Wie gesagt, wenn man Pflanzen in die Natur aussetzt, hat man die Kontrolle nie mehr aus meiner Sicht, weil doch einfach ganz, ganz viele Faktoren einspielen, die was wirklich noch nicht absehbar sein, wie sich das entwickelt. Ja. Also ich persönlich bin der Meinung, oder ich weiß nicht, wie es ist, aber es sind eure Verbände auch, dass man hergeht und sagt, diese neue Gentechnik muss weiterhin dem europäischen Gentechnikgesetz unterworfen bleiben. Genau. Und das muss für die genauso gelten, wie für die alten gentechnisch veränderten. Das alte Gentechnikgesetz von der EU war wirklich gut. Das hat praktisch Verbraucher, Produzenten, Saatgutproduzenten, Bauern geschützt vor der Technologie und einen Rahmen vorgeben, in dem man sich bewegen kann. Ja. Und ich glaube, das war gut bisher. Und ich hoffe, dass es die neuen Entscheidungen auch in die Richtung hinführen,
eben, wie gesagt, Vorsorge, auch achten auf die Natur, dass wirklich dort nichts in die Natur kommt, was wir nicht wollen. Mhm. Und wie gesagt, also ich glaube, man muss einfach einen Verbraucher sehen. Und wenn man so sieht, dass im Moment über 90% für die Verbraucher keine Gentechnik in ihrer Ernährung wollen, wenn die zum Teil die Menschen Angst davon haben, wenn sie Sorge haben um ihre Gesundheit. Also da, ich glaube, da ist die EU und also unsere Politiker, ich muss sagen, die sind da schon gefordert. Die EU-Politiker, ich glaube nicht, dass man das so leicht einfach vom Tisch wischen kann und sagen, du, uns ist ja gleich, wenn 96% für die EU-Bevölkerung keine Gentechnik wollen. Also so glaube ich nicht, dass man das so tun kann. Okay, danke, dass wir zu dir herumgekommen. Es war schön da. Nein, kalt. Bei mir dort etwas kalt im winterlichen Ambiente von Mareit zu diesem Gespräch. Und wir werden im Frühjahr wieder kommen, wenn die Blüte ist. Genau. Und dann können wir über dieses nochmal nachdenken, gemeinsam mit anderen. Und ich denke, das ist ein ganz wesentliches Thema, insbesondere auch im Hinblick jetzt auf die EU-Wahlen. Ganz genau. Und ich denke, auf die EU-Wahlen müssen wir als Konsumenten uns einfordern, gemeinsam mit den Produzenten, insbesondere der Kleinbauern, die ja auch Saatgut herstellen und alte Saatgut verwenden, das ist ja aus über Jahrhunderten entwickelt worden, und die resistente Pflanzen haben, die erst recht resistent sein, weil sie sich ja angepasst haben an die Natur. Und dass wir doch einen Weg gehen, dass wir sagen, das wollen wir im Sinne unserer Bevölkerung erhalten. Ja, das muss ganz im Vordergrund sein. Ja. Franz, ich kann dir sagen, eben, ich glaube, das wird sicher eins für die großen Themen bei der EU wohl, glaube ich, weil das einfach wirklich eine einschneidende Geschichte ist für die Bevölkerung. Also ich bin bei einem großen Bioverband Mitglied, der eben auch in Deutschland ganz, ganz viele Mitglieder hat. Und wie gesagt, also in Deutschland sind die ganzen großen Bioverbände gegen die gegen das, wie jetzt die Gentechnik umgangen wird im EU-Parlament. Ganz viele große Bio-Vermarkter sind auch dagegen. Also die wollen auch, dass das reguliert wird und dass das Ding wird. Und ich glaube, da sind einfach Tausende von Menschen dahinter, die was da skeptisch dem gegenüberstehen. Und die muss man eben einfach auch da mitnehmen. Und wie gesagt, also die Politik muss ja eigentlich arbeiten für die Menschen und nicht für zwei, drei Lobbys oder so. Das ist vorbei, glaube ich. Wo habe ich das irgendwo gesehen? Aber da haben wir irgendwo eine Grafik mir ausgesucht. So was diese Gentechnik CRISPR-Cas mit meinen Pflanzen gemacht hat. Aber wenn man hergeht, dass es doch sieht, globaler Saatgutmarkt. Wenn man das her, sollte das wirklich umgesetzt werden, dann sieht man da, dass die großen Konzerne wie Bayer oder Corteva weitgehend als beherrschen. Und wenn man das sagt, das würde dann noch dazu patentiert werden von denen, dann würde der normale Verbrauch, genauer Saatguthersteller, untergehen, weil er ja dann von denen am Patent hängen würde. Genau. Insbesondere, wenn eine Saat mit der anderen vereinigt, was ja möglich ist, wenn er eine Pflanze ausbringt. Genau. Und das muss man ehrlich sehen, gegen den muss wir uns auch wehren, glaube ich. Also,